Leute, mein Name ist Epic Stun und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und schau mal, Katja, wir befinden uns hier auf einem kleinen süßen Boot mit einem Händler. Hallo. Und bei diesem Händler können wir uns richtig neue coole Tsunami-Upgrades kaufen. Wir haben hier vorne eine kleine süße Insel mit einer Höhle. In dieser Höhle befinden sich super doll viele Diamanten. Und mit diesen Diamanten können wir uns hier die verschiedenen Tsunami-Upgrades holen. Als allerersten Tsunami haben wir hier den Noob-Tsunami für einen Diamant. Dann haben wir hier als nächstes einen kleinen Tsunami für 5 Diamanten. Dann ein mittlerer Tsunami. Dann ein XL-Tsunami. Dann ein OP-Tsunami. Und dann hier schon einen richtig doll teuren XXL-OP-Tsunami. Und dann haben wir hier den allerletzten finalen Tsunami, der sehr doll teuer ist. Okay, dann würde ich sagen, Katja, wir brauchen erstmal ein bisschen Holz bzw. Werkzeug, um hier unten in der Höhle die ganzen Diamanten für unsere Tsunami-Upgrades mehr zu kaufen. Es werden so viele Diamanten sein, die wir brauchen. Das stimmt. Und warte mal, da unten sehe ich sogar schon einen im Wasser. Was ist denn da los? Ich will alle haben. Oh, sehr gut. Okay, bis jetzt haben wir noch keinen einzigen Tsunami und ich bin sehr gespannt, wie der allererste Noob-Tsunami aussehen wird. Okay, ich hole mir mal hier ein bisschen Holz, da können wir Stein abbauen. Da müssen wir natürlich Eisen abbauen für eine Eisenspitzhacke und dann können wir Diamanten abbauen. Ich glaube, hier unten in der Höhle müssten sich auf jeden Fall, ja, tatsächlich einige Diamanten befinden. Sehr gut. Ich mache mal einen kleinen Crafting-Table insgesamt, Kata. Ja. Den stelle ich mal ganz genau hier hin und ein bisschen Holz baue ich hier auch noch ab insgesamt. Sogar hier hinten dran sind Diamanten. Wie gut. Ich mache schon mal eine Holzspitzhacke, okay? Ja, danke für die Spitzhacke, Kata. Dann baue ich hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen Eisen ab. Oh, ich bin runtergeplumpst. Hier haben wir aber noch Kohle. Okay, Kohle nehme ich natürlich auch mit. Wir brauchen nur 3 Eisen. Dann kann ich nämlich sofort eine Eisenspitzhacke machen und schon mal Diamanten abbauen. Und dann kann ich dir auch sofort, Katja, eine Diamantspitzhacke machen. Ja, danke schön. Und eine Eisenspitzhacke habe ich. Dann baue ich jetzt erstmal hier 6 Diamanten für unsere Spitzhacken ab. Da gibt's nämlich eine. Damit, ja, können wir noch schneller noch mehr Diamanten abbauen. 4, 5 und 6 habe ich. Sehr gut. Schau mal, Katja. Ich mache mir noch ein paar Stickies. Zack und zack. Und 2 Spitzhacken für uns beide. Und bitteschön. Danke. Und jetzt brauchen wir nur einen Einzeldiamant. Den habe ich. Einen und damit, nur? Ja, können wir uns ersten Noob-Tsunami schon holen. Und ich hole mir hier für einen Diamant den Noob-Tsunami. Und, schau mal, da hinten ist er. Oh, wie süß. Das ist unser kleiner Noob-Tsunami, der einfach aus Erde besteht und aus blauer Wolle. Was ist da denn los? Der ist winzig klein. Okay, für den nächsten Tsunami brauchen wir, glaube ich, 5 Diamanten. Die können wir auch relativ schnell abbauen. Und dann sollte hier der Tsunami deutlich größer sein. Okay, da geht es hier auf jeden Fall nach unten. Hier oben haben wir sogar Diamanten. Oh, du hast schon 2. Sehr gut. Ja. Ich habe auch schon 2. Dann haben wir 4 und den 5. baue ich ab. Sehr gut. 5 haben wir schon. Guck mal, bitteschön. Ja, ich habe sogar jetzt 4 schon. Oh, dankeschön. Damit haben wir. Es geht easy. Mehr als der Anfang ist immer easy, aber dann wird es schlimm. Das stimmt. Die nächsten Tsunamis werden teurer und teurer. Vor allen Dingen, die kosten dann auch schon Diamantblöcke. Das ist super doll teuer. Okay, dann geht's hier wieder zum Händler aufs Schiff und wir holen uns den nächsten Tsunami. Und hallo Händler, bitte hier den nächsten Tsunami. Das ist der kleine Tsunami. Okay, für 5 Diamanten. Dankeschön. Ich bin sehr gespannt, wie der jetzt aussieht. Oh, Moment mal, wo ist der Händler denn hin? Er ist hier. Der ist auf der Insel. Und da ist der Tsunami. Okay, der ist auf jeden Fall ein bisschen größer insgesamt. Was ist denn da los? Okay, wir haben auf jeden Fall hier schon den Noob-Tsunami gekauft und jetzt hier den kleinen Tsunami. Okay, ich bin sehr gespannt, wie die geupgradeten Tsunamis weiter aussehen. Okay, der nächste kostet auf jeden Fall schon 30 Diamanten für den mittleren Tsunami. Okay, das bedeutet gerade, es geht wieder ab nach unten insgesamt. Yes. Wir brauchen insgesamt 30 Diamanten und hier sind so viele Diamanten überall. Das ist sehr gut. Okay, die werden natürlich alle mitgenommen. Dankeschön. Hab schon 7. Abgebaut. Das geht auch noch easy. Sehr gut. Okay, ja, 30 ist noch nicht so viel insgesamt. Bin so doll gespannt, wie die Tsunamis aussehen werden. Die Diamanten werden noch abgebaut. Okay, ich habe mehr als genug. Ich habe schon 46 Stück insgesamt. Und zack. Ich habe auch 35. Die hab ich auch gesammelt. Sehr gut. Das reicht locker für den nächsten Tsunami. Es geht hier wieder ab nach oben. Und da können wir uns direkt hier oben beim Händler das nächste Upgrade holen. Und hallo Händler, den nächsten Tsunami kaufe ich mir für 30 Diamanten. Dankeschön, 18 Diamanten habe ich noch übrig. Den mittleren Tsunami habe ich und schau mal, Katja. Oh.
Das ist Diamanten. Ja. Oh, wie cool der aussieht. Okay, das ist auf jeden Fall ein bisschen größer insgesamt. Und da werden einfach Diamanten gedroppt. Was ist denn da los? Tatsächlich. Das ist cool. Ich will auch welche. Aus dem Weg. Dankeschön. Hey. Oh, eine habe ich schon. Runter. 19, 20 habe ich. Tatsächlich, die spawnen hier einfach auf dem mittleren Tsunami. Die drei Tsunamis haben wir auf jeden Fall schon. Hier droppen wir zusätzlich Diamanten. Das ist sehr gut. Und wie viel kostet der nächste Tsunami hier beim Händler? Moment mal. Hallo, Händler. Der Tsunami würde insgesamt ein Stack kosten. Das wäre schon der XL-Tsunami. Okay, ich komme zu dir nach unten. Wie viele Diamanten hast du gerade? 64. Oh, du hast es schon. Genau 64 habe ich. Das ist ja perfekt. Okay, ich habe 26. Du? Ich nehme gerade noch mal ein paar mehr Diamanten mit, da die nächsten Tsunamis noch viel, viel teurer werden und wir tatsächlich Diamantblöcke dafür benötigen. Okay, die nehme ich schon mit. 35 habe ich. Willst du mir dein Stack geben? Ja, klar. Warte. Bitteschön. Ja, ja, ja. Dankeschön. Und danke, danke, danke. Oh, ich habe jetzt 64 plus 43. Sehr gut. Okay, den nehme ich auch noch mit. Hier sind ja noch mehr Diamanten. Hier sind ja überall welche. Das ist sehr gut. Dankeschön. Dankeschön. Den nehme ich auch mit. So viele Dias. Was sind da los insgesamt? Okay, den hier beim Eingang nehme ich auch mit und es geht ab nach oben. Und der Tsunami wird jetzt geupgradet zum XL-Tsunami. Und Dankeschön. Was ist denn da los? Oh, nein, der Händler. Hier ist schon alles überflutet. Oh nein, der Tsunami wurde hier größer. Er fließt in unsere Höhle sogar rein, der Tsunami. Oh nein. Okay, das ist auf jeden Fall der XL-Tsunami schon. Und der Händler muss jetzt hier schwimmen. Hey, der nächste Tsunami wäre der OP-Tsunami. Und Kater, weißt du, wie viele Blöcke wir dafür brauchen? Nein, wie viele Blöcke? Zwei Stacks Diamantblöcke brauchen wir dafür. Blöcke? Ja, Blöcke. Oh, das ist viel zu viel. Das ist so, so doll teuer. Und hier droppen jetzt noch weitere, ja, ja, Diamanten. Sehr gut, die können wir jederzeit aufsammeln. Okay, das bedeutet, es geht jetzt hier in unsere überflutete Höhle rein. Der Tsunami ist tatsächlich hier schon über der, Insel drüber hinweg. Okay, hier geht's nach unten hin. Oh, hier sind aber einige Diamanten. Wir brauchen, zwei Stacks. Und für diese zwei Stacks Diamantblöcke brauchen wir 1152 Diamanten. Ich habe einen Stack gerade nur. Wow, einen Stack und 26. Was ist denn da los? Wir brauchen 7 Stacks, glaube ich, oder ein bisschen mehr. Ja. Das ist super, 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 super doll viel. Die Diamanten werden umgecraftet. Ich habe einen Stack und ich müsste jetzt den zweiten Stack bekommen. Ja, ich habe 2 Stacks Diamantblöcke plus 64. Hab auch noch ganz 64 viele. Plus 3. Das ist sehr gut, Kater. Okay, okay. Okay, okay. Hier beim Händler können wir uns jetzt den nächsten Tsunami kaufen. Das wäre der OP-Tsunami. Und der nächste kostet so viel wie der jetzige plus nochmal ein Stack. Okay, da hole ich mir jetzt als allererstes den OP-Tsunami. Gott, ich bin hier unter Wasser. Oh, der Tsunami ist noch größer geworden. Was ist denn da los? Okay, das ist auf jeden Fall hier der OP-Tsunami. Der nächste Tsunami kostet... Oh, still bleiben hier. Der kostet hier... Oh nein, nochmal so viel wie der OP-Tsunami plus nochmal ein Stack. Okay, den einen Stack hätte ich auf jeden Fall an Blöcken. Ich komme hier mit nach unten, Kater. Hier sind so viele Diamanten. Der Tsunami fließt bis hier unten rein. Okay, ich würde sagen, Kater, wir bauen jetzt super, super, super viele Diamanten hier ab insgesamt, damit wir uns die letzten beiden finalen Upgrades holen können. Ich habe auf jeden Fall 2 Stacks und 11. Ich glaube, auf den Tsunami droppen auch noch ein paar mehr Diamanten. Sehr gut, Kater. Okay, oh, hier liegt auch noch einer. Dankeschön, den habe ich auch. Okay, wir brauchen wirklich so, so doll viel. Okay, ich habe auf jeden Fall einige Stacks an Diamanten. Sehr gut, Kata. Oh, danke schön. Jetzt haben wir auf jeden Fall... Ich habe noch ganz viele nicht umge... Viel. Ah, die muss noch umcraften. Ja, ja, okay. Dann hole ich mir als erstes den OP-Tsunami. Okay, und mit diesem OP-Tsunami und einem weiteren Stack können wir uns den XXL-OP-Tsunami kaufen. Und bitte kaufen insgesamt. Und schau mal, Kata. Oh, wie cool sieht der Tsunami denn hier aus? Schau mal, wir können einfach die hier abbauen. Tatsächlich, der besteht komplett aus Diamantblöcken. Hier insgesamt. Das ist sehr cool. Okay, die werden auf jeden Fall allesamt abgebaut. Wie cool. Wir können jetzt hier einfach die Diamantblöcke abbauen und bekommen die direkt. Das ist ja super, super doll praktisch. Und das hier ist der vorletzte Tsunami. Ich bin sehr gespannt, wie der allerletzte finale, geupgradete Tsunami aussehen wird. Wie viel kostet der? Ich bin mir nicht ganz sicher. Warte, warte, warte. Ich schaue nach. Spawnen hier auch Diamanten? Hier spawnen auch Diamanten. Sogar zweimal. Oh, wie cool. Wir können zum einen hier Diamantblöcke abbauen. Hier spawnen noch Diamanten. Okay, du baust hier einiges ab. Ich schwimme nochmal rüber zum Händler. Und so langsam ist hier unsere Insel sehr, sehr hoch überflutet. Okay, wie viel kostet der letzte finale Diamant-Tsunami? Der kostet einmal
einmal das vorletzte Upgrade und einmal das letzte Upgrade. Da hole ich mir erstmal das Upgrade hier. Jetzt brauche ich einen Stack. Und Epic, ich habe schon 55 Diamantblöcke. Sehr gut. Ich baue hier auf jeden Fall auch noch einige ab. Ich habe 44. Wir haben bald jeweils ein Stack und können uns damit das letzte Teil kaufen für den letzten finalen Tsunami. Da bin ich sehr, sehr doll gespannt. Okay, 52 habe ich auch schon. Bitte alles abbauen. Dankeschön, dankeschön. Ich habe einen Stack. Du hast einen Stack. Sehr gut, Katja. Okay, ich habe auf jeden Fall auch gleich einen Stack. Ich hätte noch 17 Diamanten zum Umcraften, aber ich glaube, wenn ich hier die Blöcke abbaue, geht es auf jeden Fall einiges schneller. 62, 63. Und 64. Okay, ich komme zum Händler. Hallo. Und damit haben wir einmal den OP-Tsunami und den XXL-OP-Tsunami. Und damit können wir hier den finalen Tsunami kaufen. Und Dankeschön. Und was ist denn hier los? Alles ist überflutet. Wasser. Oh nein, 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 nein. Das ist der finale Tsunami. Schau mal hier. Die ganze Insel ist überflutet und es geht so, so weit nach oben. Das hat aber sehr, sehr doll gut geklappt, Kater. Wir haben hier unseren kleinen, süßen Noob-Tsunami. Super, super doll gut mit sehr, sehr doll vielen Diamanten geupgradet. Hier zu dem riesen, riesen doll großen, ja, XXL-finalen Tsunami. Wie cool das aussieht. Das sieht so lustig aus. Stimmt. Und vor allen Dingen, wir haben hier so viel Wasser. Da ist sie denn. Oh, hallo, Händler. Und guck mal, wir können hier so weit runterplumpsen. Und zack, das ist eine riesen, riesen doll große Welle hier. So cool. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.